Ja, mir geht es gut. Lemberg ist nach wie vor die sicherste Stadt in der Ukraine. Wir haben zwar jetzt gerade wieder einen Luftalarm, aber bislang ist überhaupt nichts passiert, zum Glück. Wir erleben hier weniger den Krieg als die Folgen dieses Krieges. Es sind Hunderttausende Menschen, die hier ankommen aus dem Osten des Landes, aus Kiew, wo Paul Ronsheimer gerade ist. Das sind Menschen, die schwer traumatisiert sind, die zum Teil am ganzen Körper zittern und weinen, wenn sie hier ankommen, die manchmal eine Nacht bleiben und dann aber auch nicht länger hier in Lemberg bleiben möchten, sondern sofort zum Bahnhof gehen, zum Busbahnhof und einfach nur versuchen, hier rauszukommen, weil sie immer noch so unter Schock stehen von dem, was die russischen Truppen ihnen angetan haben. Und du hast uns heute Abend auch eine These mitgebracht, wo du sagst, die muss diskutiert werden im deutschen Fernsehen. Ganz genau. Ich bin hier, wie gesagt, in Lemberg. Ich sehe jeden Tag, was dieser Krieg mit den Menschen macht. Und mich hat das in den ersten Tagen erstmal sehr positiv überrascht, wie in Deutschland plötzlich viele Menschen, viele Politiker aufgewacht sind. Aber einer scheint noch immer nicht aufgewacht zu sein. Und das ist kein SPD-Politiker, kein Linkspolitiker, kein AfD-Politiker, sondern das ist Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der seit Jahren ein sehr enges Verhältnis zum Kreml hat. Und ich habe gehofft, dass er jetzt zumindest endlich versteht, wie falsch das war, was für eine Fehlannahme das war, dass man mit Putin irgendeine Art von Partnerschaft haben kann. Aber nein, er spricht weiterhin von einer engen Partnerschaft mit Russland. Er fordert den Westen dazu auf, in diesem Konflikt auch verbal abzurüsten. Er fordert den Westen dazu auf, dass man den Konflikt nicht weiter anheizt. Mir ist es absolut unbegreiflich, wie ein deutscher Politiker auch der Bundesregierung damit einen Vorwurf machen kann, während es ja russische Truppen sind, die gerade Kharkiv in Schutt und Asche legen, die Kiew umzingelt haben, die tausende ukrainischer Zivilisten getötet haben. Wir sind gerade in Deutschland dabei, die Causa Schröder endlich aufzuarbeiten. Wir sind dabei, uns anzuschauen, was Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, getan hat. Aber ich würde auch mittlerweile sagen, die CDU hat in Form von Michael Kretschmer ein ganz ernsthaftes Putin-Problem, das es zu lösen gilt. Julian, kaum jemand covert die Politik und vor allem ja auch die Konflikte so sehr, wie du siehst du es auch so. Hat die CDU ein Putin-Problem? Ich glaube, die CDU hat ein Putin-Problem, aber dieses Problem geht weiter. Und ich finde es sehr wichtig, überhaupt, was Philipp gerade gesagt hat. Wir gucken beim Thema pro-russisch oder pro-Kreml, gucken wir immer in Deutschland auf AfD und Linke, die ideologisch sehr nah dran sind an dem Kreml, die auch unterstützt werden natürlich. Wir erinnern uns an den letzten Bundestagswahlkampf mit Werbung und so weiter. Aber ich glaube, Philipp hat einen ganz guten Punkt und ich würde ihn gerne noch erweitern. Denn wir haben ein Problem mit kremltreuen Politikern in der Mitte unserer Gesellschaft. Und der Kretschmer ist das krasseste Beispiel. Jemand, der also jetzt einfach weitermacht und der einfach sagt, das ist mir doch egal, wir bleiben einfach so. Aber ich möchte auch andere Leute noch einmal, andere Politiker, nicht in der CDU, sondern in der CSU und in der SPD noch einmal nennen hier, die in den letzten Tagen zurückgerudert sind, die in den letzten Tagen gesagt haben, naja, das haben wir nicht erwartet, was dieser Putin macht und so. Und ich möchte herausstellen, wie unglaublich scheinheilig das ist. Und ich möchte da einfach mal drei Leute nennen, wenn das in Ordnung ist. Zum einen, du hast es schon gesagt, Manuela Schwesig, die noch vor einem Jahr für eine Umweltstiftung, von der die ganze Welt wusste, es ist keine Umweltstiftung, sondern eine Nord Stream 2 Stiftung, die einfach gesagt hat, ich nehme mir 20 Millionen Euro von Gazprom. Und macht damit in Politik, macht damit Innenpolitik, macht damit angeblich Umweltpolitik. Eigentlich ging es nur Anti-Amerika-Politik zu machen. Denn wer sich genau angeguckt hat, worum es da ging in dieser Stiftung, das war nichts anderes als die Sanktionen zu umgehen der Amerikaner. Dafür wurde das genommen und da wurden tatsächlich auch Schiffe mit gecovert. Diese Frau, die jetzt vor ein paar Tagen sagt, ja, das weiß ich gar nicht, wie das passieren konnte. Diese Stiftung wurde sofort aufgelöst. Naja, das, was der Putin da macht, ist ja ganz schlimm. Wo ich mich frage, hat die das zum ersten Mal gesehen in ihrem Leben? Ja, wir haben auch von T-Online beispielsweise gehört, ich sage mal T-Online, weil die haben es rausgefunden, dass sie sich immer wieder mit Herrn Schröder getroffen hat, dass sie immer wieder Geheimtreffen hatte mit ihrem alten Parteikader und dort sich abgesprochen hat, wie kann man das machen, wie kann man diese Pipeline am besten, Herr Schröder arbeitet für die Pipeline bis vor kurzem, die ist seit 2 Tagen pleite, das finde ich sehr schön, Nord Stream 2 gibt es nicht mehr, die AG. Trotzdem, dieses ganz Plötzliche. Zweites Beispiel will ich noch mal sagen, damit wir auch da ein bisschen wegkommen aus dieser SPD-Ecke, ist Herr Söder. Markus Söder hat im letzten und vorletzten Jahr während der Corona-Pandemie versucht, Wahlkampf zu machen und versucht, Russlandpolitik zu machen, indem er diesen Sputnik-5-Impfstoff, der von vornherein als Russland benutzt wurde als Mittel der hybriden Kriegsführung,
Freunde haben ihn gekriegt, Feinde haben ihn nicht gekriegt. Wer was dagegen gesagt hat, war russophob. Wer den mochte, die Italiener beispielsweise, der hat dann was ganz Großes gekriegt. Und Herr Söder hat mitgemacht. Also diese Firma, die Sputnik 5 hergestellt hat, hat niemals auch nur annähernd genug Unterlagen geliefert, Studien geliefert, damit das in der EU angebracht werden konnte. Und Herr Söder hat immer gesagt, da muss jetzt schnell eine Entscheidung her und wir brauchen das, und hat nach Bayern eine Fabrik geholt. Also eine russische Firma, eine zumindest staatlich verbundene Firma, die in Bayern das produzieren sollte, hat natürlich auch gesagt am ersten Tag des Krieges, es wird kein Sputnik 5 bei uns produziert, ich habe das gemacht in Bayern, wie er immer so ist. Das hätte man Jahre vorher machen können und jeder hat es gewusst. Aber er hat gewartet, bis tausende Ukrainer sterben mussten, um das zu machen. Und das dritte und letzte, und dann bin ich auch fertig und dann können wir auch darüber nochmal diskutieren, ist Herr Platzek. Auch Herr Platzek, ehemaliger SPD-Chef Matthias Platzek und Ministerpräsident von Brandenburg, hat vor 2 Tagen gesagt, also ich bin nicht mehr Chef des Deutsch-Russischen Forums, weil was der Herr Putin da macht, das habe ich nicht von ihm erwartet. Und da muss ich sagen, wie naiv kann man sein, wie blauäugig kann man sein. Auch Herr Platzek nimmt, wie Frau Schwesig, seit Jahren Geld des Kreml an. Die Gorschakow-Stiftung, die staatliche Stiftung des Kreml, kofinanziert seine Sitzung in Moskau, in Berlin, in Potsdam und so weiter und gibt dem Deutsch-Russischen Forum Geld, damit diese ganzen Politiker dort eingeladen werden können. Und diese 3 habe ich jetzt mal genannt und die sind aber nur stellvertretend für eine politische Elite in Deutschland, die seit Jahren so tut, als wäre das alles nicht so schlimm. Ja, da war mal die Krim, ja, da war mal Syrien, da wurden mal 7000 Leute zu Tode gebombt in Aleppo. Alles nicht so wichtig, aber jetzt macht es plötzlich Klick und sie sagen, ja, ja, das wussten wir alles nicht. Und ich sage, dieser Satz, davon haben wir nichts gewusst, der ist in Deutschland leider sehr berühmt und berüchtigt und der gilt einfach nicht mehr. Ja, Herr Fahrt, Sie haben lange ja auch die Kanzlerin beraten. Erstmal ist man nach diesem Statement von dir, Julian, sehr geplättet. Ist die deutsche Politik so schlimm? Sind die deutschen Politiker so schlimm, dass man ihnen diese Vorwürfe machen sollte? Naja, das Thema Russland ist schon ein schwieriges Thema, nicht? Ich war ja auch bei Gesprächen dabei mit Putin und die Kanzlerin war ja auch während der ganzen Ukraine-Krise, auch nach der Annexion der Krim, war sie so die Hauptvermittlerin eigentlich des Westens mit Putin. Und wir konnten damals dankbar sein, dass es so jemanden gab, weil Putin hätte mit keinem anderen gesprochen, weil er nahm auch keinen anderen ernst. Und gerade in der Phase war es wichtig, dass wir mit Angela Merkel so ein Sprachrohr hatten. Ich habe das selber auch erlebt. Das war auch faszinierend, wenn sie da auf internationalen Konferenzen dann plötzlich auch mit ihm Russisch sprach. Konnte einfach in seiner Sprache reden. Und er umgekehrt ja auch Deutsch. Und das ist natürlich ein Problem. Aber wir müssen halt gucken jetzt perspektivisch. Wir haben da Fehler gemacht, grobe Fehler gemacht. Spätestens seit der Annexion der Krim hätte man wissen Welche müssen. Welche Fehler haben wir gemacht? Ja, zum Beispiel bei der Annexion der Krim nicht knallhart zu sagen, das ist jetzt die rote Linie und jetzt machen wir das alte System, also den alten Kontakt mit Putin so nicht weiter. Wie die geschilderten Beispiele ja zeigen, hat man das ja nicht gemacht. Man hat auch nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen nach der Annexion der Krim für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das macht man jetzt. Seit ein paar Tagen. Nicht? Dazwischen ist ja auch viel passiert. Nun ist man immer klüger, wenn man aus dem Rathaus kommt, das stimmt auch. Aber das sind schon aus heutiger Sicht Fehler, denn er hat ja die Ukraine regelrecht überfallen vor ein paar Tagen. Und das ist ja auch ein Kulturbruch. Das ist eine richtige Zäsur auch in Europa. Nicht? Das hat es ja seit 1945 nicht mehr gegeben, wenn man so will. Nicht? Aber Herr Fahrt, warum hat man diese Fehler gemacht? Warum hat man da die rote Linie nicht gezogen? Die Kanzlerin war doch so berühmt dafür, dass sie angeblich alles vom Ende her denkt. Und das Ende ihrer Russlandpolitik ist die Fast-Vernichtung der Ukraine. Können Sie uns erklären, warum die Bundeskanzlerin diesen schweren Fehler begangen hat und offenbar Putin nicht gebremst hat, obwohl doch alle Fakten vor ihr auf den Tisch lagen? Naja, ich glaube, so einfach ist das nicht. Also sie hat auch, was NATO-Mitgliedschaft der Ukraine anbelangt, da aufs Bremspedal getreten. Also seit diesem berühmten NATO-Gipfel 2008 in Bukarest. Ich war selber mit dabei. Und sie hat damals gesagt, Leute, wir sollten das nicht überstürzen, weil es damals auch aus ihrer Sicht für die Ukraine schwer gewesen wäre, weil sie innenpolitisch damit auch ein Problem hatte. Es gab damals nicht nur Befürworter. Das hat sich heute alles geändert. Und nach der Annexion der Krim mit Sicherheit auch. Aber das sind natürlich Entwicklungen auf der Zeitachse. Wir wissen heute mehr. Man konnte damals nicht ahnen, dass er die Ukraine einfach überfällt. Und heute ist es allerdings so, wo man auch in die Zukunft schauen müssen. So krass das ist, was da im Moment abläuft. Die NATO ist nicht willens, einen Krieg zu führen. Die Amerikaner sind es auch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und
dieser Versprecher von Biden in Washington, der war für mich schon sehr, sehr eindeutig, wo es darum ging, bei meiner Incursions durch Russland schaut man nicht so genau hin. Also das muss man sich mal, das war für mich eine freudsche Fehlleistung, weil damit wurde er eigentlich signalisiert, also die Claims zwischen Washington und Moskau sind abgesteckt und er kann das eben machen, was er jetzt im Moment macht, nicht in dieser krassen Form. Aber man muss einfach sehen, wie kommen wir da raus, ohne in einen Krieg und damit in einen Weltkrieg zu gehen. Nicht? Wir kommen da nur raus, wenn wir irgendwann wieder mit diesem Menschen reden, trotz dem Ganzen, was er gemacht hat. Oder er wird weggeputscht von seinen Oligarchen. Die haben sich ja auch jetzt gegen ihn ausgesprochen. Der steht ja auch massiv unter Druck durch das ganze Sanktionspaket. Das ist zwar nicht kriegsentscheidend, aber es ist schwer. Er steht auch innenpolitisch unter Druck, weil die russische Bevölkerung leidet ja mit. Der Rubel, der stürzt ins Abseits. China selbst hat gesagt, also das ist nicht unser Verbündeter, was der da macht, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und hat heute nicht mit ihm gewotet genau. Bei den Vereinten Nationen. Genau, und das ist eine schwierige Situation. Und jetzt müssen wir gucken, wie gehen wir damit weiter um. Ja, wir können sagen, ja okay, wir machen ihm das Leben zur Hölle. Er kann ja nicht so leicht reingehen wie ich in der Sendung. Lassen wir Philipp einmal darauf jetzt reagieren, dass er auch seine Reaktion auf die Erklärung natürlich von Ihnen, Herr Fahrt, geben darf. Die Frage, die mich umtreibt, die hat Herr Fahrt auch angesprochen, ist, wäre die NATO denn bereit, ein NATO-Mitglied zu verteidigen? Wir sehen jetzt, wie die Ukraine zwar hier und da mit Waffen unterstützt wird, aber wie ich finde, noch bei weitem nicht genug. Was, wenn Putin als nächstes sich Estland holen will? Wird dann die NATO sagen, oh ja, es ist ein NATO-Mitglied oder Polen oder was auch immer, und dann eingreifen? Oder wird die NATO sagen, ach, das ist ja nur so ein kleines Land. Wollen wir wirklich den großen Krieg mit Russland? Da würde mich sehr interessieren, was die Runde dazu sagt. Frau Melnick, möchten Sie antworten auf Herr Piatow? Ich glaube, wir haben das Problem damit, wie wir überhaupt den Konflikt framen. Wir sprechen über die NATO, über den Konflikt zwischen NATO und Russland. Aber eigentlich das, was wir heute erleben, das ist ein Konflikt zwischen dem westlichen System, das heißt zwischen dem demokratischen System und einem autoritären System. Und eigentlich, wie der Kampf um die Ukraine sozusagen ausgehen wird, wird auch unsere Zukunft davon abhängen. Heute, ich glaube, die NATO und auch Mitglieder der Europäischen Union, NATO-Staaten, sage ich so, müssen sich überlegen, wie können sie vielleicht durch unkonventionelle Wege oder so sich überlegen, wie können sie die Ukraine unterstützen. Sei es zum Beispiel, wenn wir über auch diese Flugverbotszone sprechen, wir wissen auch, haben uns auch mit militärischen Experten darüber unterhalten, dass es nicht möglich ist, für die ganze Ukraine die Flugverbotszone einzuführen. Aber gleichzeitig müssen wir uns Gedanken machen, was würde passieren, wenn zum Beispiel eine Rakete ein Atomkraftwerk in der Ukraine treffen wird. Und die atomaren Grenzen, die atomaren Gefahren haben keine Grenzen. Und ich glaube, was sehr schwierig ist, auch in Deutschland, wir haben das Gefühl manchmal, die Sanktionen sind eingeführt und so, wir haben unser Bestes geleistet. Aber wir schauen nicht weiter. Der Konflikt wird nicht aufhören. Was wir schon in der Ukraine erleben, dass die Zivilisten erschossen werden. Und ich glaube, das dürfen wir nicht tolerieren. Und ich frage mich auch, wo ist die Schmerzgrenze? Wie viele Menschen sollen in der Ukraine leben, damit wir dann sagen, wir können dann eingreifen? Was der ukrainische Präsident jetzt vor kurzem gemacht hat, er hat eine internationale Legion jetzt gegründet. Das heißt, Ausländer aus anderen Staaten dürfen jetzt der ukrainischen Armee anschließen. Und ich glaube, durch solche nicht konservative Wege versucht man auch andere an eigene Seite zu ziehen und damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Vor allem, das merkt man ja auch hier in der Runde, die Stammzuschauer von Phil nach 8 werden es bemerkt haben. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass wir zwei Thesen in einer zusammen hatten, weil Philipp und du einfach so ein ähnliches Thema für heute ausgesucht habt, Julian, wo wir jetzt mal zwei Thesen schon auf einmal hatten. Und ich finde, das zeigt so sehr, wie enttäuscht man auch selbst als Deutsche von Politikern ist. Ich zum Beispiel bin es sehr von Gerhard Schröder, muss ich einfach sagen. Mich enttäuscht das sehr, dass er 407
700.000 Euro im Jahr erhält vom deutschen Staat und dann ja eigentlich, ja, gestern hat mein Kollege, der Politikchef Jan Schäfer, gesagt, er sollte nach Moskau fliegen. Ich sehe das mittlerweile auch wirklich ehrlich so. Auf jeden Fall kein Geld mehr vom deutschen Staat einstreichen. Aber was auch Fakt ist, und da würde ich gerne Paul fragen, wie sich der deutsche Staat verhalten soll. Wenn man auf die Energien blickt, Paul, also energietechnisch sind wir ja nun von diesem Despoten abhängig. Was sollen wir denn eigentlich machen jetzt als deutscher Staat? Ja, vielleicht ganz aktuelle Nachrichten, die sich gerade bestätigt haben. Frau Melnik hat es ja angesprochen, wie sehr Russland auf die zivile Bevölkerung hier zielt. Und wir hören, dass die Explosionen, die wir ungefähr vor 30 Minuten gehört haben, offenbar in Richtung eines Wasserheizwerks gerichtet waren. Das müssen wir gleich nochmal weiter recherchieren, aber das sind jetzt die ukrainischen Meldungen. Das bedeutet, dass möglicherweise Teile der Stadt, dass in Teilen, weiteren Teilen der Stadt das warme Wasser ausfallen wird, unabhängig davon, ob es da möglicherweise auch Opfer gegeben hat. Diese Meldungen sind noch nicht ganz klar. Aber man sieht auch in den Minuten, wo wir hier diskutieren, findet Putins Krieg weiter statt. Was die Energieabhängigkeit angeht, muss man einmal ganz klar sagen, dass wir das so viele Jahre mitgemacht haben, war einfach wahnsinnig naiv und hat unserem Land geschadet, dass man sich so abhängig gemacht hat, weil es wäre ja nicht nötig gewesen. Und ich bin kein Anhänger der Atomenergie, persönlich geprägt durch Debatten der vergangenen Jahrzehnte, aber dennoch ist es sicherlich etwas, worüber man in Deutschland wieder nachdenken muss, geradezu. Dazu zählen aber auch andere Energiequellen. Wir können nicht sagen, wir wollen kein russisches Gas mehr und dann unserer Bevölkerung sagen, gut, dann müsste die nächsten Jahre, bis der Präsident Putin weg ist, frieren. Das geht ja nicht. Von daher müssen wir uns da Gedanken machen und vor allem, so bitter das ist, Energie wird am Ende eher teurer werden, wahrscheinlich viel teurer werden. Und da muss es dann auch in einer Ampelkoalition, denke ich, die Möglichkeit geben, denjenigen zu helfen, die nicht so viel Geld im Geldbeutel haben, um sich diese Energie zu leisten. Weil was wir uns nicht ertragen können, sind Bilder von vielen frierenden Menschen, weil die Heizung ausgefallen ist. Aber Paul, also du sagst, du bist kein großer Befürworter von Kernenergie. Und natürlich die aktuelle Kernenergiepolitik wurde von der Großen Koalition beschlossen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich habe mich doch sehr gewundert, als ich gestern unseren Energieminister Herrn Habeck gehört habe, der gesagt hat, ja, also so wie das jetzt aussieht. Ich will nicht dazu. Ich bin durch. Genau, super, das wollte ich. So wie es jetzt aussieht, müssten wir vielleicht die Kohle länger laufen lassen. Weil ich sage, jetzt Kohle, jetzt ganz im Ernst, also wir haben doch gerade 3 Nuklearkraftwerke, die nicht von heute auf morgen wieder hochgefahren werden können, die wir gerade ausgemacht haben. Diese Energie brauchen wir und auch dieses Argument immer zu sagen, ja, das wird aber teurer dann und so. Ich habe jetzt gerade, mein Gasanbieter hat nach einem Jahr mir natürlich gerade gekündigt und hat mir ein neues Angebot gemacht. 340% Preissteigerung, ja, von 5,5 Cent auf 15,9 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist die Realität, nicht von mir, sondern von allen. Und wir sehen das seit, und das ist immer das Verrückte, seit Nord Stream 2 fertig ist, seit August letzten Jahres, meldet sich bei uns Check24 und andere Vergleichsportale und sagen, es ist verrückt, ja, jetzt, wo es fertig ist, da schalten die Russen nacheinander zuerst das Ukraine-Netzwerk aus, nichts mehr extra gebucht, dann die Yamal-Pipeline seit Dezember ausgeschaltet. Wir haben nur noch Nord Stream 1, unsere einzige Energiequelle. Wir sind völlig abhängig davon. Und auch da muss ich sagen, Frau Merkel hat noch im Dezember gesagt, wir sind nicht abhängig von russischem Gas. Das ist wahnsinnig, wenn ich das höre. Kurz danach war das Argument, ja, wir sind total abhängig von russischem Gas und deshalb können wir jetzt keine weiteren Sanktionen beschließen. Also da muss ich mich echt wundern, muss auch sagen, die Kernenergie, die wir da haben und die uns zur Verfügung steht und die in vielen, vielen anderen europäischen Ländern sicher angewandt wird, dass wir die nicht wieder ausbauen, dass wir die nicht wieder zurückfahren und diese Fehlentscheidung von 2011 rückgängig machen, das ist mir nicht klar. Denn ich sehe jetzt nochmal eine Verdreifachung meiner Gasrechnung und ich habe keine Lust zu frieren, ganz ehrlich. Und deshalb bin ich auch für andere Energie. Herr Fahrt, hätten Sie gedacht, dass Sie im deutschen Fernsehen mal so ein Plädoyer für die Kernenergie noch hören? Oder ist es jetzt ein Zeichen, alle Linien sind gefallen, Denkverbote sind weg, der Diskurs ist wieder offen? Nein, also ich hätte das nicht gedacht. Das ist schon sehr krass. Und ich muss aber sagen, natürlich hat das ein Rational, ne? Das ist ja ganz klar. Und das zeigt aber auch, wie schwierig es jetzt die jetzige Regierung hat. Die müssen ja mit einer ganzen Menge von Maximen, Prinzipien brechen einfach.
Und das ist ja ein Punkt, nicht? Die Kernkraft wurde ja regelrecht verteufelt in Deutschland. Manche ausländische Beobachter sagen, ja, das ist diese irrationale Seite der Deutschen von heute. Die sind gegen Kernkraft und zwar ganz massiv. Kein anderes Land der Welt ist so massiv. Ja, ja. Und jetzt müssen wir neu darüber nachdenken. Und das geht ja auch in die anderen Felder rein, in der Sicherheitspolitik. Waffenexporte in ein Kriegsgebiet, zack, es läuft. Nicht? Dann die nukleare Teilhabe, jetzt durch die atomare Drohung ja auch von Putin, das ist weg vom Fenster. Nicht? Wahrscheinlich werden wir F-35 kaufen und werden die Nukes in Deutschland lagern und wir transportieren sie dann im Bedarfsfall dahin, wo sie hingehören oder drohen damit an. Das wäre unvorstellbar noch vor einer Woche. Da hätte jeder Politiker, also gerade der Grünen, gesagt, das findet nicht statt. Nicht? 100 Milliarden für die Bundeswehr? Nein, unvorstellbar. Also das, man sieht daran, der ganze Koalitionsvertrag in ganz wichtigen Aussagen, der ist Makulatur wegen dieser Aggression von Putin. Was mich interessieren würde, was Ihre Meinung dazu ist, wie die Kanzlerin, wenn sie noch im Amt wäre, also nehmen wir an, sie hätte noch eine fünfte Amtszeit angestrebt und wäre jetzt noch Kanzlerin und wäre in dieser Krise. Erstens, wie würde sie sich gegenüber der Ukraine verhalten? Und zweitens, glauben Sie, dass die Kanzlerin bereit wäre zu sagen, die Lage ist jetzt anders, ich habe Fehler gemacht, deswegen machen wir jetzt wieder Atomenergie? Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten, was sie machen würde. Aber es ist sicherlich auch Teil dieser Strategie von Putin gewesen, zum jetzigen Zeitpunkt das zu machen. Ich denke, der weiß, da ist eine neue deutsche Regierung aus drei Parteien, die müssen sich erst warm machen. Die haben viele Probleme intern, auch mit ihren Themen und so weiter. Und da gibt es einen französischen Präsidenten, der hat zwar die EU-Ratspräsidentschaft, aber der wird im April gewählt. Keiner weiß, ob der bleibt. Nicht? Dann gibt es einen schwachen amerikanischen Präsidenten und im Hintergrund einen Donald Trump, der vielleicht in 3 Jahren wiederkommt. Nicht? Und all das spielte sicherlich auch und hat seinen Entschluss begünstigt, wenn überhaupt, es jetzt durchzuziehen, was er jetzt gerade macht. Das muss man auch sehen. Also diese Frage, was würde Merkel machen, in der Situation kann ich wirklich nicht mehr beantworten. Sie ist nicht mehr im Amt. Frau Melnik. Aber dazu muss ich sagen, dass wenn wir jetzt über die Reaktion des Westens sprechen, dann war das schon sehr einheitlich. Und der Westen hat sich von sehr guten Seite eigentlich gezeigt. Das Einzige, und ich glaube, der russische Präsident hat schon damit gerechnet, dass nämlich der Westen jetzt die Schwäche zeigen wird. Ich würde nochmal zurück auf den Punkt, warum wir so naiv waren. Ich glaube, was wir immer unterschätzt haben, die öffentliche Meinung in Deutschland und wie Journalisten auch über die Annexion der Krim berichtet haben. Wir hatten damals schon so eine Krise der Begriffe. Wir wussten auch nicht, wie sollen wir die russischen Soldaten bezeichnen. Wir hatten immer so grüne Männchen bezeichnet. Ja. Das hat alles einen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Und das prägt den Diskurs. Und dementsprechend der Diskurs hat auch einen Einfluss auf die Politik. Der Unterschied, den wir jetzt erleben in diesem Krieg, wir wissen ganz genau, mit welchen Begriffen wir dieses Vorgehen von Russland bezeichnen sollen. Und ich glaube, für die Zukunft, das ist unglaublich wichtig zu verstehen, welche Begriffe wir nutzen, um ein Verbrechen zu bezeichnen. Davor, ich glaube, hat schon der russische Präsident auch Angst. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt ganz klare Begriffe haben, um dann den Überfall sozusagen Russland auf die Ukraine zu bezeichnen. Ein weiteres Beispiel dafür vielleicht, und das sehe ich bis heute, es wird immer noch von pro-russischen Separatisten gesprochen. Das ist dieses Fantasiewort, was man sich mal irgendwann ausgedacht hat und was aber, sag's mal, von den Öffentlich-Rechtlichen bis heute durchgehalten wird, bis heute in den aktuellen Berichten. Russische Soldaten an der Seite von pro-russischen Separatisten und so weiter. Die sogenannten pro-russischen Separatisten, man weiß seit Jahren, dass sie aus Moskau finanziert, aus Moskau bewaffnet und mittlerweile die Anführer russische Staatsbürger sind und Mitglieder der Putin-Partei einiges Russlands sind. Also mehr russisch geht gar nicht. Und trotzdem hat man diesen sperrigen Begriff, das ist was ganz Differenziertes und da muss man genau hingucken und das sollte man nicht dem Putin anlasten. Bis heute. Und wo ich noch das Problem sehe, dass wir immer denken, dass die russisch gelenkten Medienjournalisten sind. Das sind nicht mehr Journalisten. Und wir versuchen durch verschiedene Talkshows immer so verschiedene Meinungen darzustellen. Das ist keine Pluralität.
Wir haben Menschen, die heute als Instrumenten des Krieges genutzt werden. Und diejenigen, die jetzt den Krieg in der Ukraine verfolgen, wissen ganz genau, wie Videos da dargestellt werden, wie Lügen über Lügen verbreitet werden. Und daher, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für Journalisten und auch für die Rolle der Journalisten. Und ich frage mich, wie wird das weitergehen und vielleicht sollen wir auch die Rolle der Journalisten heute neu definieren.